Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Odyssey. Ja, im letzten Part sind wir hier im Wolkenland angekommen. Beziehungsweise eben zurückgereist ins Wolkenland, haben das Forstland verlassen und ja, haben hier schon mal ein paar in Zahlen 5 Monde eingesammelt. Technisch gesehen haben wir bereits jeden einzelnen Mond hier gefunden, den man hier finden kann. Allerdings, ja, haben wir hier jetzt erstmal aufgehört. Im letzten Part zumindest. Und sind nun dabei, hier einen weiteren Mond zu finden, wenn ich ihn denn finden würde. Er ist auf dieser Plattform hier irgendwo versteckt, soweit ich weiß. Allerdings ist die Frage, wo genau? Ich habe natürlich leider nicht meine Vibrationsfunktion der Joy-Cons an. Weil die müssten mir hier eigentlich auf dieser Plattform helfen. Denn ja, ich habe mal ein bisschen im Internet nachgeschaut, wo hier die Monde versteckt sind. Nur in dieser Welt nebenbei, keine Sorge. Und jetzt bin ich hier einfach mal ganze Zeit hier am Rumstampfen. Ich weiß nicht, ob es hier so richtig genau eingestellt ist, wo die sind und wie viel Toleranz man hat. Aber ich glaube, ich stelle dann doch jetzt lieber erst einmal die Vibrationsfunktion wieder ein. Von der Switch war das hier? Nee, ich glaube, das musste man... Ja, genau. Okay, ich glaube, ich schneide das mal kurz raus. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich sie eingeschaltet habe. Aha, da ist er also. Wolkenversteck, okay. Ja, normalerweise habe ich die Vibrationsfunktion eben ausgeschaltet, weil die mich ein bisschen stört. Vor allem immer, wenn man so eine Stampfattacke macht und es dann in den Händen diese Joy-Cons vibrieren. Das ist manchmal ein kleines bisschen nervig, sagen wir es mal so. Aber naja gut, was soll man machen? So, das Puzzle. Ja, schön, dass ich wieder online bin. Keine Ahnung, wieso ich schon wieder offline war. Ich habe keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. So, okay. Wir haben ja hier noch den Goomba. Wo wir im letzten Part ja ein kleines Bilderrätsel hatten. Und ich würde mal sagen, das probieren wir jetzt einfach noch einmal. Und wir schauen uns nochmal kurz an. Hier oben sind die Augenbrauen. Das Auge, also das rechte Auge schielt so ein bisschen nach links. Und das rechte Auge nach rechts. Man muss eben von der Sicht aus, vom Goomba ausgehen. Wenn man aus unserer Sicht geht, dann das linke nach rechts, das rechte nach links. Ich glaube, der Mund ist eigentlich klar. Ja. Na dann, versuchen wir es noch einmal. Lieber Toad. Und ja, ich weiß, dass es hier zwei Versionen davon gibt. Das dürfte dann nochmal ein kleines bisschen schwieriger werden. Weil da fehlen dann eben noch mehr Sachen. Was das Ganze natürlich noch schwieriger machen wird. Nach links, nein, nach rechts. Ja, ich glaube, da passt es schon ganz gut. Das sollte so passen. Dann der Mund. War das so rum oder war das andersrum? Nee, ich glaube so rum nicht. Die
Zähne haben, glaube ich, schon nach oben gezeigt. Ich leg's mal hier ab. Ich weiß, bin mir da jetzt natürlich nicht so ganz sicher, aber das wird schon irgendwie passen. So, das hier ist, glaube ich, das rechte Auge. Das müsste dann hier eigentlich sein. Boah, jetzt nerven schon wieder diese blöde Vibrationsfunktion, muss ich sagen. Aber egal. So, dann noch das hier. Okay, dann das hier, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich die gekaperte Version. Ich habe keine Ahnung. Lege ich einfach mal hier ab. Ich weiß immer noch nicht, was das da darstellen soll. Okay, ein Auge wieder. Ja, ist es die Frage. Ich glaube, nee. Das hier sieht so schon eher richtig aus. Das war jetzt wieder blöd. Weil das wollte ich jetzt eigentlich da gar nicht ablegen. Mehr hier. So, und das hier sind die Augenbrauen, wenn Mario das hier kapert. Das hier natürlich auch. Alles schön hierhin ablegen. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Das merke ich auch egal. Hauptsache, wir kriegen die Punkte. Und ich glaube, ein bisschen Toleranz hat man hier schon. Das wäre zumindest ganz nett vom Spiel. Wenn man das haben würde. Weil ansonsten hätte ich so ein kleines Problem. Bist du fertig? Jo. Okay. 23 Punkte. Was? Alles klar. Was soll man denn hier noch anders machen? Ich will das nochmal kurz resetten. Ich glaube, ich habe sogar die Augenbrauen oder so falsch gelegt. Na gut, dann machen wir hier einfach auch wieder einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, wenn ich das richtig gelegt habe, weil ansonsten... Ich glaube, das dauert sonst viel zu lange hier. Von daher, ja, bis gleich. Woohoo!
Oha, wir haben es geschafft. Genau 60 Punkte. Heide Witzka, ist das ein Scheißmond, sage ich euch. Ich sitze jetzt bei 23,5 Minuten und ich habe eigentlich noch nichts in diesem Party erreicht. Feels bad, man, ey. Oh Mann, oh Mann. So, okay, den Mond, da hatten wir doch, glaube ich, schon. Genau, das war das mit diesem Schlüssel. Von Peach hatten wir auch bereits einen Mond bekommen, von daher, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr hin. War das da drüben der Mond, der uns noch fehlt? Mal herausfinden. Ja. Das ist er. Ja gut, komm, das können wir eigentlich gerade vergessen. Ja. Das war schlecht. Ja, wenn die Kamera auch mal... Okay. Wenn die Kamera mal normal bleiben würde. Nein! Verdammt! Wow. Was war das denn schon wieder? Oh Mann, dieser Part wird, glaube ich, noch echt scheiße. Dieser Part ist wahrscheinlich auch schon längst scheiße, weil ich weiß jetzt bei weitem nicht, wie lange ich jetzt im Part überhaupt sein werde. Wenn ich da... Also, ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses Video hier wird. Entweder wird es Überlänge haben oder es wird... viel zu kurz. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das werden wir dann wohl sehen. Okay. Nein! Oh Mann, das war so knapp. Eine Note hat noch gefehlt. Und schon wieder nichts. Ich hasse solche Monde. Ich bin in sowas echt schlecht. Das merkt man, glaube ich, schon sehr gut. Aber was soll man machen? Man lernt ja irgendwie schon noch dazu. Sollte man zumindestens. Okay. Geh runter. Mann! Hier darf man sich echt kaum Fehler leisten. Und eigentlich sollte man die im besten Falle dann schnappen, wenn das hier wieder runter geht. Aber das dauert einfach viel zu lange. Das dauert einfach viel zu lange. Okay. Jawohl. Nein!
Einer schon wieder. Einer. Das wird wieder nichts. Das wird doch wieder nichts. Das hier wird auch wieder nichts. Ja. Oh Mann, das hier wird noch ein richtiger Mann, Mario, ja toll. Nur weil du wieder so blöd rumgezittert hast. Das kann auch wieder nichts werden. Und schon wieder nur eine Reihe, die gefehlt hat. Mann! Das wird wieder nichts. Spiel, ich hasse dich. Mario, dich auch. Ey, ich kann euch sagen, ich glaube, das hier wird der wahrscheinlich skurrilste Part Mario Odyssey, den ich jemals hatte. Nein! Ey, es fehlte doch nur noch eine. Oh Mann, ich hasse diese Monde hier. Das wird nichts. Leckt mich, ich mach das ein andermal. Damit wir überhaupt noch was Produktives erreichen, wisst ihr was, Leute? Dass hier, diese Welt ist wirklich dafür gemacht, dass ich sie ein andermal in einem Livestream mache, wo ihr euch über mich lustig machen könnt. Wir gehen jetzt in eine andere Welt, ganz einfach. Ich will wenigstens noch irgendwas erreicht haben in diesem Part. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video hier jetzt wird. Es kann sein, dass das hier eine halbe Stunde dauert. Es kann sein, dass das hier nur ein 15-Minuten-Video wird. Je nachdem, wie lang es ist, tut mir leid, wenn es zu lang ist oder es zu kurz wird. Ich kann da jetzt wirklich nichts dran ändern. Gut, das verlorene Land. Um auch mal ein bisschen Commentary zu haben. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Ja, das hatte ich mir schon irgendwie gedacht, Cappy. Okay, diesmal haben wir ihn hier zumindest direkt gefunden. Den ollen Koopalein. Aber Koopa Free Running mache ich heute noch nicht. So, 25 Monde, also bräuchten wir hier noch 13 normal. Und 14 lila Coins, okay. Da haben wir Luigi. Das können wir auch noch irgendwann mal wieder machen. Dort da hinten ist der Mondquader. Den aktivieren wir natürlich erst einmal, um hier auch überhaupt mal ein bisschen... okay, 2, 4, 6, 8 neue Monde dazugekommen. 35. Insgesamt gibt es hier also 35
Monde zu entdecken bzw. zu finden. Das kann und wird wahrscheinlich noch interessant werden. Zumal ich bei einigen Monden eben nicht wirklich weiß, wie man an sie drankommt. Hier haben wir natürlich schon mal zwei Monde, an die wir theoretisch drankommen könnten. Bei dem hier habe ich ja die Vermutung, dass wir uns mit diesem komischen Hund, diesem Ziehharmonika-Hund, vielleicht da dran werfen können. Also wir müssen uns einen kapern und dann kann man vielleicht mit ihm da drankommen. An diesen Schlüssel. Ich weiß allerdings nicht mal, ob man, ja doch eigentlich, man könnte es ausprobieren. Vielleicht funktioniert's, vielleicht funktioniert's. Okay, der Unternehmen ist aber auch geschenkt, oder? Der ist wirklich geschenkt. Gut, geschenkten Sachen, die nehme ich natürlich gerne an. Von daher. Ja. Tatsächlich. Wir kommen mit ihm. Schatz, dreh und wende dich. Okay, es war sogar so geplant vom Spiel. Gut, dann hatte ich ja hier schon mal den verdammt wichtigen Riecher. Mit diesem Mond. Mario, du sollst doch nur da oben auf dieser verdammten Plattform landen. Ist das denn so schwer? Okay, da ist wieder so eine, ein Kamin, wie ich ihn gerne nenne. Die funkelnde Frucht. Okay, mal im Ernst. Was ist das für ein geschenkter Mond? Wieso gibt es so viele schwere Monde, aber dann solche? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich nehme es gerne an, ne? Aber es ist schon ein bisschen seltsam. Ja gut, den hier hatten wir ja auch schon. Das war ja auch ein Easy-Mond. Ich glaube, diese Welt hier, das wird noch viel Freude uns bereiten. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant. Das war jetzt eigentlich auch nicht so geplant. Ist das hier ein Deko? Ein sehr seltsamer Deko? Okay, schade. Ist der Mond noch da? Nee, schade, ich habe ihn aus Versehen eingesammelt. Ansonsten hätte ich mich damit nämlich jetzt heilen können. Feels Batman. Aber egal. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn doch nicht. Oh, da oben ist ein Freund von Cappy. Wow. Nein, nicht runterfallen. Du sollst da oben schön drauf bleiben. Du sollst da oben drauf bleiben, damit du mit diesen Cappy-Freund-Typen da reden kannst. Der will wahrscheinlich irgendeine Verkleidung haben, oder? Ich bin hier, um das Wesen zu sehen, das aus bunten, runden Einzelteilen besteht. Ich hoffe so sehr, ich sehe eins. Okay, also wir sollen mit diesen komischen Hundeviechern da hinkommen. Alles klar.
Nein. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ich wollte mal ein bisschen Skillen zeigen. Aber ich habe ja keinen Skill. Wieso hat das jetzt eben nicht geklappt? Ich wollte eben darüber springen, indem ich diesen Mützenwurf mache. Ey, dann lass es halt. Ist mir jetzt auch mal egal, komm. Machen wir es halt so. Einmal diesen Hund hier krabbeln, schnappen. Verdammt, so weit kommt er nicht. Ja, und er kann auch keine Treppen steigen. Was sind das für eine Verarsche? Wie soll man denn sonst... Oh, warte mal. Scheiß auf den Hund. Da ist Mond. In der aufragenden Steinsäule. Gut, dass ich den noch gefunden habe. Nein, es ist immer noch zu kurz. Ja, ich komme da aber nicht dran. Tut mir leid. Ich bin auch wirklich ein... Nee. Ich muss... Einfach, genau. Okay, es ist doch gar nicht so schwer. Aha, es sieht ein bisschen aus wie eine Kette. Darum kann ich sie so stecken. Angenehmes Geräusch noch dazu. Eine großartige Entdeckung. Dank dir ist das Geheimnis endlich gelüftet. Yay, wir bekommen einen Mond. Tropenwickler getroffen. Stimmt, die heißen Tropenwickler. Stimmt, da... Ja, da war ja was. Verdammt. Wow. Wow, und ja Leute, ich würde jetzt auch einfach mal sagen, das war's mit Super, da oben ist ja auch noch ein Mond. Egal, den sammeln wir irgendwann ein. Nämlich beim nächsten Mal, würde ich sagen, denn das war's erstmal mit Super Mario Odyssey für heute. Ja, wenn euch dieser missratene Part gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch werfen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten paar wieder dabei sein werdet, wenn wir hier im verlorenen Land noch ein bisschen weiter verloren nach Monden suchen. Bis dahin, ciao, ciao, Leute.